Willkommen zurück zu Golden Sun. Ihr kleinen Freund einer Art. In diesem bösen Kampf ich. Wir wollten zwar gerade nach Emil reingehen, aber. Reißzahn! Böse. Zwei Stück meinten, nö, du darfst nicht reingehen. Schocker! Oh ja, ich war gerade geschockt, deswegen auch. Schmetterer! So. Stirb doch alle. Na. Und ich hinterlasse Spuren im Schnee. Ah, oh, die Musik. Hört ihr sie? Natürlich hört ihr sie. Falscher Knopf, Chicken. Da habe ich noch auf Dix. Okay. Dann wollen wir uns mal ein bisschen hier umgucken. Und ganze Leute wieder ausrauben vielleicht? Mal wieder. Hallo. In Emil herrscht eine Epidemie. Du solltest gleich wieder gehen, wenn du dich nicht anstecken willst. Was ist denn passiert? Mia ist in der Stadt unterwegs und kümmert sich um die kranken Leute. Ich will ihr nicht auch noch zur Last fallen. Das ist aber nett von mir. Wer auch immer das ist. Ein leeres Fläschchen. Was war nett für die kleine Spende. Oh, helf mir! Großvater, Großvater, halte durch! Nein, das ist schrecklich. Nee, die Frau hat das gesagt. Holt mir! Bitte holt mir! Was ist denn? Oh, es geht mir nicht gut. Muss ich jetzt sterben? Vielleicht. Er neigt zur Übertreibung, aber ich glaube, diesmal übertreibt er nicht. Keine Sorge, wir werden Mia holen, wenn wir sie finden. Wir wissen doch überhaupt gar nicht, wie sie aussieht. Also, ich weiß es schon. Hallo, seid ihr neu in Emil? Ja, gerade ist angekommen. Ich sollte euch warnen, denn hier gasiert eine schlimme Grippewelle. Seid vorsichtig, dass ihr euch nicht ansteckt. Krank zu sein ist doof. Schon so krank. Ach, wir gehen später ins Inn. Wir haben ja noch ein bisschen genügend PP von Ivan, um ein bisschen hier Gedanken zu lesen. 1, 2, 3, 4. Achten wir das Kniebeugen. Gut so, gut so. Wenn es draußen kälter wird, verbringe ich viel Zeit im Haus. Das ist nicht gut für die Gesundheit. Deshalb mache ich Turnübungen. Ja. Die Leute werden krank, weil sie den ganzen Tag im Haus bleiben. Man muss in Form bleiben, wenn man nicht krank werden will. Aber manchmal passiert es einfach, dass man krank wird, nicht wahr, Kind? Mein Papa ist Holzfäller. Er ist im Süden und arbeitet in Kolima. Dann ist da wahrscheinlich jetzt ein Baum. Ich frage mich, ob sie auch zu Merkur-Leuchtturm wollen. Ohne Mia werden sie es niemals schaffen. Sie? Auch? Wir? Ja. Ist wir hier etwa schon jemand unterwegs zum Leuchtturm vorbeigekommen? Bla bla bla. Wenn ihr etwas kaufen wollt, sprich bitte mit meiner Tochter. Wenn wir doch nur etwas von diesem mystischen Quellwasser hätten. Wir wären sofort wieder gesund. Ja, redet ihr vom Hermeswasser? Mama ist krank, aber ich kann euch alles geben, was ihr braucht. Für umsonst. Sie hat nicht gesagt, sie verkauft es mir. Sie hat gesagt, sie gibt es mir. Aber wir bezahlen trotzdem mal. Wie viel habe ich denn noch? 8. Du hast sowieso keinen, wir sind sowieso arschlangsam. Eigentlich will ich das so sehr. Brauche ich nichts. So, irgendwelche Artefakte? Momentan haben wir nicht viel Rarität im Angebot. Aber wieso wird es trotzdem wieder bla 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 bla? Kann ich dir irgendwas verkaufen?
Donnerschwert. Ist das eigentlich schwächer als die Waffe, die du gerade trägst? Ach, muss ich mal gucken. Muss ich mal gucken. Das nächste Stadion ist das der Schamanenstab, der nicht verkaufbar ist. Oh. Immer noch falsche Taste checken. Immer mit Start das öffnen. Aber man öffnet das mit Select, aber man kann es auch mit der A-Taste öffnen. Das, wieso vergesse ich das immer? Ich weiß es nicht. Nee, das ist schwächer. Okay, dann weg mit dem Schwert. Nein, ich wollte verkaufen. So. Ja. Oh Gott. Meine Nase kribbelt es. Ich glaube, die Dorfbewohner haben mich angesteckt. Hilfe. Hilfe, Hilfe, Hilfe. So viel Schnee, Kälte und kein Wunder, dass man krank wird. Meine Finger sind auch kalt. Oh, die sind beide krank. Ach je, keine Rüstung, keine Waffe. Aber vielleicht kann ich ja irgendwas mitnehmen. Ja, eine Schlafbombe. Die sind gar nicht krank. Die haben sich nur... Die haben Ninja gespielt und sich dann gegenseitig mit Schlafbomben beworfen. Und jetzt schlafen sie. Die stellen sich nur krank. In Wirklichkeit sind die alle nur durch die Schlafbombe am Schlafen. Wir haben geschlossen. Oh, Verzeihung, ich werde immer etwas barsch, wenn ich kränklich bin. Ich öffne den Laden, wenn es mir wieder besser geht. Du bist nur am Schlafen. Warum kommen sie ausgerechnet dann, wenn ich krank bin? Du schläfst nur. Braucht ihr Waffen? Ja, vielleicht. Ich kann keine Waffen verkaufen, bis ich wieder kuriert bin. Oh, ich krieg Gänsehaut. Sind diese Leute? Um im Winter nach Ymir zu kommen, müssen sie wirklich abgehärtet sein. Oder sie sind einfach nur... naja. Die Kiste! Wie komme ich an die Kiste? Ah. Los, springe in den Kamin. Hui! Schneemann! Einfach mal so aufs Eis werfen. Wenn du zitterst und dir kalt ist, geh lieber rein, ne? Ich friere. Ist mir schon hier? Keine Ahnung. Ihr sollt ja längst hier sein. Wo bleibt sie nur? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht! Stell mir doch nicht solche schwierigen Fragen! Vielleicht ist sie mal für kleine Mädchen. Oder so, was in der Art. Die Epidemie hat fast ganz in mir befallen. Ich bin auch krank. Was würde nur aus uns werden, wenn wir Mia nicht hätten? Keine Ahnung. Dann werdet ihr nie wieder gesund. Blaues Licht schimmert in ihren Händen. Ob sie wohl ein Engel ist? Ach, du meinst Mia? In ihren Händen? Ich dachte schon, du meinst uns. Aber wenn wir Synergie einsetzen, ist das ja auch sowas Blauliches. Isaac, sowas nennt man eine Grabschändung oder so, ne? Grabräuber. Das ist nicht Lara. Das ist nicht Tomb Raider. Jetzt lass mich doch davor stehen. So. Nichts. Pixelgenau muss man sich hinstellen, um es anzusprechen. Ah. Böse. Hier kann ich auch einfach rüber.
schön, 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 schön. Weil ich im Haus war, ne? Nein, Schirken, wie kommst du denn darauf? Ich weiß es nicht. Egal, gehen wir erstmal ins letzte Haus. Habt ihr schon das ältere Paar nahe des Stadteingangs besucht? Ja. Oh, so ein Pech dorthin ist mir nämlich gegangen. Wenn ihr sie nicht auf dem Weg getroffen habt, habt ihr sie vermutlich nur knapp verpasst. Ja, wenn wir außen rumgegangen sind, ist sie wahrscheinlich über das Eis geschlittert. Böse. Mir sagt sie, dass sie wegen irgendwas ein ungutes Gefühl hätte. Ob sie damit vielleicht diese Leute gemeint hat? Welche Leute? Waren Felix und seine Truppe hier? Ich mag zwar nur ein Schüler sein, aber ich kann euch heilen. Ja, schön für dich. Sucht ihr nach Mia? Nö, natürlich suchen wir ihr. Nach ihr. Mia ist eben wieder gegangen. Das Dorf wird gerade von einer Epidemie heimgesucht. Daher ist Mia sehr beschäftigt. Diese Leute sind in Ordnung. Sie scheinen keine schlechten Menschen zu sein. Denn ich habe sanfte Augen. Aber egal, dazu mehr in Goldenzahn 2. Ich musste nur gerade daran denken, weil Sui gestern in seinem Livestream Goldenzahn 2 gespielt hat. Bis dahin habt ihr sowieso alle wieder vergessen. Wie komme ich an diese Kiste? Kann ich den Schneemann irgendwie da runterschieben? Kann ich dich verschieben? Nein. Oh. Ich habe Tränen in den Augen. Oh, hallo, Dings-Jin. Willst du dich mir anschließen? Ja, natürlich willst du das! Der Mastchen-Fieber? Kein Wunder, dass die ganzen Leute hier krank sind. Fieber gibt allen Fieber. Böser kleiner Jin. Böser Jin. Ach, so komme ich da hin. Okay. Okay. Die müsst mir nicht mehr helfen. Hab schon alles gut gemacht. Fläschchen. Die habe ich die Fläschchen nehmen, ne? Dann kannst du auch noch das leere Fläschchen haben. Zum Tragen. Was tun wir da, Jungs? Bla bla bla. So. Auf zum Inn. Mehr oder weniger. Weil da müssen wir ja noch mit den ganzen Leuten reden und reden und reden. Wir sind der einzige Gasthof, der auch im Winter geöffnet hat. Zu dieser Jahreszeit kommen nicht viele Gäste, daher werden wir euch von vorne bis hinten verwöhnen. Bleibt so lange ihr wollt und gebt bei uns sehr viel Geld aus. Die Winter hier sind sehr streng. Ich bin froh, Gäste zu haben, mit denen ich ein wenig plaudern kann. Ich werde ihnen den besten Service bieten, den man sich vorstellen kann. Ja, und dann geben sie dir ganz viel Trinkgeld. Warum kommen zwei Reisegruppen bei so schweren Schneefällen nach Emil? Die erste Gruppe ist auch schon wieder abgereist. So viele Kunden. Das beweist, dass es sich bezahlt macht, hart zu arbeiten. Ja, du könntest direkt hier Leas Vater sein. Solltest du nicht in Laurent sein? Was warst du in Emil?
Möchtet ihr die Speisekarte sehen? Klar, immer her damit. Was gibt es denn? Hier bitte, wir sind nur eine kleine Stadt. Daher ist auch die Auswahl etwas beschränkt. Ich hab die gar nicht zu Gesicht bekommen. Im Winter bekommen wir nicht allzu viel Leckereien auf den Tisch. Oh, ein einfacher Eintopf stellt schon eine wahre Köstlichkeit dar. Habt ihr auch traditionelle Gerichte?